Alle Leute, YouTube. Der Weg des Helden ist kein Spaziergang. Nun, wir kennen ja alle den Weg des Helden, ne? Der klassische Weg des Helden geht so, da gibt es irgendein, naja, sagen wir mal ganz salopp, irgendein Dorftrottel, der hält irgendwas oder findet irgendwas. Dann trifft diese Person, dieser Dorftrottel, ne, in Anführungsstrichen, auf irgendeinen Mentor. Der weiß offensichtlich, was es mit dem etwas auf sich hat. Dann fällt der Held in eine tiefe Depression, fällt irgendwo. Ja? Muss durch ein tiefes Tal. Und dann kommt er aus diesem tiefen Tal gestärkt raus und kann den Tag retten. Da gibt es noch den Unterschied zwischen dem klassischen Helden und dem tragischen Helden. Der tragische Held rettet den Tag, aber stirbt dabei. Und der klassische Held rettet den Tag und lebt weiter. Wie auch immer. Und das soll jetzt sozusagen, naja, überholt sein, ja? Diese sowohl klassische Heldengeschichte als auch die tragische Heldengeschichte, also diese ganzen Sachen, soll es überholt sein. Es soll jetzt sozusagen alles, diese ganzen Heldengeschichten gibt es nicht mehr. Der Weg des Helden ist jetzt sozusagen altmodisch, gibt nichts mehr. Ja. Es soll sozusagen alles nur ganz einfach sein. Also den Weg gibt es nicht mehr. Sozusagen die Helden sind sozusagen von vornherein schon Helden. Die brauchen nichts mehr machen. Die gehen überall durch, wie ein Spaziergang eben. Also ist das nicht so. Ja? Der Weg des Helden soll ja gerade was darstellen. Das soll ja gerade nicht schwer. Also der Weg des Helden soll ja gerade schwer sein und nicht leicht. Ja? Wie seht ihr das? Also ich sehe das so. Dass der klassische Weg des Helden, der muss nicht genau so sein. Aber der Weg des Helden muss schon gewisse Hürden haben. Ja? Darum geht's. Der Weg des Helden muss einen Wert haben, genau. Das ist nicht einfach so Larifari, ach, ich gehe noch mal irgendwo hin, ja, und dann bin ich der Held. Nee. Der Held muss eine Leistung erbringen. Ja? Mehr will ich dazu erstmal nicht sagen. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch.